Hallo. Hallo. So, 36. Gucken wir mal, sind wir pünktlich. Kann ich hier oben auch gucken. Oh, wir sind sogar zu spät. Minütchen zu spät. Dann fahren wir weiter. Steinbergweg. Jojo, das. Ach ja. Na, schade. Upsa. Schade ist, mein Urlaub ist leider voll. Schade. Schade. Nix. Da kommt auch nix. Bordstein, scheiße. Egal. Upsa, Bordstein. Haben Sie auch Fernsehen? Zack, zack. Jup. Hallo. 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 Einmal Schüler, bitte. Aber wie viele Kinder fahren um die Uhrzeit eingeschmiert hier? 1,45. Chris, 5er wieder. Einmal Kurzstrecke, bitte. Auch kurze Strecke. Dazu 1,50. So, hat er nicht genommen. So, please close the door. Dankeschön, weiter geht's. Bieb mir, wollen sie wahrscheinlich alle raus. Kommen jetzt alle so ganz nach Hause oder wie? Coolen. Coolen. Kollege mit der 33. Also gelenkte Bus. Hallo. Hallo. Ein Fahrschein, bitte. Ein Fahrschein für die Oma Erna. So, 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 so. Bitte. Ja, Kollege, ich nehme dir alles weg, wa? La 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 la. Guten Tag. Das schön. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Abend. Abend, 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 Abend. Schmiedgasse.
Ach, komm, um Sie, danke. Ach Mann! Jetzt nervt aber langsam mit seinem Kühler. Hallo. 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 Guten Abend. Guten Abend. Einen normalen Fahrschein bitte. Einen normalen Fahrschein. 2,65. Tipp, tipp und tipp. Und dann kriegst du 5 wieder. Keltenstraße. Jo. Da habe ich den falschen Knopf gedrückt, ne? Weil eben auf manuelle Weiterschaltung gegangen bin. Müllerstraße. Lüg nicht, wir sind Keltenstraße. Hallo, kommen Sie. Ja, hier geht's voll bergab. Gibt kein Gas, kein gar nichts. Aber wir sind ja gleich da, ist ja nicht mal eins zu weit. So, jetzt wollen wir hier ganz schnell mal ein Altschild zurück. Hallo. Hallo. Straße. Ja, jetzt steht er laut Düngeler Straße. Ach ja! So, jetzt kommt so ein schönes Ding hier. Muss hier da rein da. Guten Abend. Guten Abend. Ein bisschen spät, aber naja. Was? Das ist ja gelogen. Ganz schön eng, aber trotzdem hinten offen ist. Mit. Oh Gott. Pfalzgrenze. Ich hab Becher aufpassen. Ich hab Becher. Schulterbohrschein, jetzt geht aber los. Komisch, immer Kamera. Ja, egal, komm.
Ach guck mal, Manni ist ausgestiegen. Hallo. 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 Eine kurze Strecke. Eine kurze Strecke. Ist das hier oben 1,50? Entschuldigung, jetzt erst. Oh, nachher sind wir wieder. Da hinten sind Zalarus. Straße oder wie? Jo. Hammer durch. Karlsbusstation. So, herzlich willkommen in Holland. Niederlande. Land des Fahrrades. Na? Haben Sie? Hallo. Hallo. So, da ist aussteigen. Heftig. Der leuchtet auch so komisch da hinten. St. Josef Kerr. Also ich weiß nicht, aber irgendwie stimmt jetzt hier irgendwie mit dem Pfeil nicht so, ne? Gucken wir mal. Okay, ich muss geradeaus. Wenn ich geradeaus muss, dann fahre ich geradeaus. Machen wir den Pfeil geradeaus. Ja, okay, wir müssen dann einmal so da hinten rum oder wie? Genau. Also ich glaube, ich mache hier die Pfeile doch lieber an, weil mein Navigon das wohl nicht macht. Hat hier irgendwie Probleme. Hier steigen viele Leute aus. So, ich muss jetzt hier links rennen. Habe ich die Menschen erwischt. Ich habe zu weit angesetzt. Nein, falscher Gang. Rückwärts wollen wir doch. Guck mal, an dem Bus kommen noch wunderbar vorbei.
So, da fahren wir jetzt hier rein. Fahrt Blumendal. Verdammt eng! Ankunft. Alles okay, das ist schön. Machen wir den Motor mal aus. Nehmen wir aus dem Bus raus. Jetzt blockieren wir den Kollegen, ganz klar. Hallo OMG, hallo, hallo. Ganz, ganz viele hier. Hallo, Omsee, meine Fresse. So. Wir machen hier noch einen schönen Screenshot. Aha, wunderbar. So, das war's. Linie 33, hier vorne Fuchsjagd nach Pfalz, Blommedal. Nach langer, langer Zeit. Jetzt muss ich mich nur mal ransetzen, noch ans Schneiden und schnell hochladen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da oder gebt mir ein Abo. Kommentare sehr gerne gesehen, werde ich auch lesen und gegebenenfalls auch beantworten, sofern dies gewünscht. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Andi. Ciao.